Die kriegen wir immer noch nicht auf. Haben wir vielleicht irgendwo etwas übersehen? Gehen wir noch mal alles ab, bis auf die Küche. Hat sich eigentlich in unserer Zelle etwas verändert? Nee, immer noch der Schacht. Aber vielleicht können Ohne wir dir das los, Mott. machen. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Oh. Pfeif auf Askelia, bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Entscheide dich einmal. okay. Das haben wir auch gefunden. Das drehen wir auch mal auf. Jetzt müssten wir drei Striche haben, richtig? Richtig. So, dann gehen wir wieder dahin und da und da Sie ist rein. verschlossen. Ach so. Dann benutzen wir halt die. So, da. Kommen wir jetzt irgendwo anders raus? Immer noch nicht. Ist die Tür jetzt wieder auf? Gut, dann machen wir jetzt so. Das Fenster ist weg. Ah, das dreht sich alles. Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gongmechanismus öffnen. Denn nochmal? Das ist jetzt wieder das Fenster. Jetzt müssen wir wieder am Ursprung sein. Ja. Okay, das heißt noch einmal. Jetzt kommen wir wieder da oben raus. So, das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Aber einmal so. Aber noch mal so. Dann sind wir wo? Sind wir immer noch hier? Hat sich denn hier etwas verändert? Ja, wir sind jetzt beim dritten Strich. Sind wir immer noch hier oben? Da und da. Gehen wir wieder. Halt, stopp. Wir sollten hier noch mal reingucken. Die ist immer noch zu. Hä? Weil sie müsste ja jetzt eigentlich rein Moment theoretisch mal, aufgeben. hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Ah, sie ist doch auf. Hier haben wir unser letztes Ventil. Was bringt uns das jetzt? Dann gehen wir mal gucken. Ich hoffe, er schläft noch. So runter, runter, hier nach hinten. Und jetzt kommt hier Wasser runter. Was jetzt was bringt? Da werden wir wahrscheinlich immer noch nicht rankommen. Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe.
da läuft jetzt Wasser. Nee. Können wir das denn noch einmal drehen? Na. Hey. So. Kommen wir denn jetzt wieder da rein? Nee, warte mal, wir drehen mal nochmal zurück. Dann gucken wir, ob wir an dem Geheimgang nicht vielleicht irgendwas vergessen haben. Ich hatte jetzt nur das Ventil gesehen und das war's dann. Aber meinem Glück ist da noch irgendwas Wichtiges mit bei gewesen. Sie ist verschlossen. Ja. War nicht hier erst. Dahin? Dahin? Hierhin, hierhin, dahin, nee, ist wirklich nur das Ventil? Ja. Was ist hier mit der Wand? Kriegt man ja auch auf. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Was ist, wenn wir die auch noch aufkriegen? Dann drehen wir das einfach nur noch einmal nach links. Gehen da jetzt noch mal hoch. Da. Sie ist verschlossen. Okay, sie ist immer noch zu. Dadurch. Da. Da. Und hier nochmal rein. Und dann hier. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Die ist jetzt noch auf. Okay. Die andere Wand wirklich noch aufkriegen. Dann drehe ich jetzt nochmal nach links. Es ist wieder irgendwas aufgegangen. Erst etwas zugegangen und dann wieder auf. So hört sich das zumindest immer an. Es ist nur doof, dass sich angezeigt wird, was. Okay, die Tür. Da, hier rein und dann ist jetzt dauerhaft auf. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Hä? Wir müssen auch bestimmt hier auf die andere Seite. Das sieht alles ganz schön wackelig aus. Wie komme ich da hin? Da käme ich höchstens mit dem Kanonenrohrtrick hin. Kann man das Seil vielleicht nochmal abschneiden? So. Das brauchen wir anscheinend nicht mehr. Was hat uns das jetzt gebracht, dass wir das aufbekommen haben? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt dürften wir die Tür nicht wieder aufkriegen, richtig? Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gongmechanismus öffnen. Ähm.
ich auch nicht mit Schlüssel raus? Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gongmechanismus öffnen. Okay, also nochmal. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Jetzt sind wir wieder sehr wahrscheinlich da, wo wir vorher am Anfang auch schon waren. Was passiert, wenn ich das jetzt noch ein viertes Mal drehe? Oder müssen wir denn wieder zurück? Wo sind wir denn jetzt? Wieder da. Nicht aufgepasst. So. Ist doch ansonsten nichts weiter, oder? Hier haben wir einen Gong, hier haben wir die Figuren. Nee. Da ist der Hangar. Zu dem wir nicht kommen. Die Tonne ist jetzt vielleicht voll. Lea. Kann man die jetzt mitnehmen? Lea. Lea. Ich will die ja auch mitnehmen. Spotty. Fass, Spot. Nein, du Idiot. Ich meinte doch, sieh nur, ein Fass. Warum nur habe ich dich nicht im Zirkus gelassen? Weil du ihn gern hast. Hier ist auch nichts weiter. Verdammt, noch eins. Hier ist es auch weg. Da ist kein Fenster, nur der Schädel. Können wir es vorne vielleicht abschneiden? Ah, ich glaube, das würde zu lange dauern, oder? Nein, das Horn hat seine Schuldigkeit getan. Okay. Da passiert nichts. Man wüsste, welche Räume sich alles bewegen. Hier auf dem Plan steht auch nichts. Das ist ein Schlachtplan. Oh je. Die Askel plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Ja, so weit waren wir schon. Nein, die sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. So. Wir gehen. Da noch mal rein. Hier verändert sich echt überhaupt nichts. Unerreichbar, wie so vieles. Unerreichbar. Wie so vieles. Unerreichbar, wie so vieles. Okay, bei allen drei Sachen sagt der eine dasselbe. Wie kommen wir hier denn jetzt weg? Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht nass machen. Ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Wie? Hey, falsche Tür. Ich möchte nochmal durch die Tür. Dann hier hoch. Da rein. Immer noch ein und dasselbe. Da und da. Und
Warum lässt du Wand uns nicht hölzern? Die dürfen wir ja nicht mitnehmen. Feigling. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier ist auch nichts, bis auf das Schild. Nö. Was haben wir denn hier? Ein Gabelding. Was ist das? Eine Art Gabel? Die Askel haben erstaunlich viel Besteck herumliegen. Soweit ich das beurteilen kann, ist es keine Stimmgabel. Dann damit. Na, wo ist sie denn? Da ist er. Und ein Kamin. Beinahe gemütlich, wenn ich jeden Augenblick ein Askel auftauchen könnte, um mich hineinzuwerfen. Oje, das hat gar nichts gebracht. Verfluchte Asthma-Lunge. Lea. It's bad. Es ist warm genug. Okay, was passiert, wenn wir das jetzt nochmal drehen? Dann ändert sich hier überhaupt nichts. Hä? Lea. Was ist denn hier? Das behalte ich lieber bei mir. Okay, mach mal Tür wieder auf. Jetzt haben wir so eine komische Gabel. Kommen wir vielleicht... Nein. Da. Die Tür. Damit an das Seil hier oben ran. Den Hebel. Damit käme ich vielleicht gerade mal so an die Kette ran. Aber was würde das bringen? Ich weiß nicht. Die Askel haben erstaunlich viel Besteck hier oben. No. Den bewahre ich lieber auf, bis ich das passende Schloss finde. Jetzt geht er schon ran. Damit käme ich vielleicht gerade mal so an die Kette ran. Aber was würde das bringen? Eine ganze Menge vielleicht? Verdammt. Tonne? Weiß nicht. Ich bin verzweifelt. Das behalte ich lieber bei mir. Gut. Nein, das muss nicht geschliffen werden. Auch gut. Was macht man jetzt damit? Ihm über den Kopf ziehen? Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Auch nicht im Kessel? Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Kann man das jetzt hiermit vielleicht aufhebeln? Das behalte ich lieber bei mir. Sollst du dann nur und... Ja. Mit dem Drachen wird es auch nicht funktionieren. Zumal ich auch gar nicht wüsste, warum er das machen sollte. Das wäre das Nächste. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Hm.
Ich weiß nicht weiter. Das Einzige, was, also wo ich mir schon ziemlich sicher bin, dass wir irgendwie hier rüberkommen müssen. Aber ich zu blöd bin, um das zu schaffen, dass wir da rüberkommen. Kamin. Das kleine Tierchen, das brauchen wir ja noch. Was hat denn der Kamin für eine Bewandtnis? Die behalte ich lieber bei mir. Spot sieht hungrig aus. Andererseits, er sieht immer hungrig aus.